Höhle der Löwen, wer ist am kreativsten? Ey, das sind Fragen. Ich glaube, Rieke hätte die beste Idee. Ich sage mal Rieke ab. Sie ist sehr intelligent. Hab letztens gesehen, wie sie arbeitet ein bisschen für ihre Uni und fand, dass sie das sehr kreativ gemacht hat. Ich glaube, Rieke. Die hat immer gute Ideen. Almut oder Rieke? Oder beide zusammen? Ja, Almut ist natürlich immer sehr kreativ. Ich denke mal, da könnte man Almut auf jeden Fall sagen. Sonst vielleicht auch Poppy, die hat auch mal ganz gute Ideen. Oder Anna. Ich glaube, Anna ist auch immer sehr kreativ. Ich glaube, dass Almut und Rieke. Ich glaube, da würden jetzt viele vielleicht mich nennen. Ich weiß es nicht. Die hat immer gute Ideen und kann das auch gut verkaufen. Deswegen würde ich da Almut sagen. Ansonsten, ja, gibt es vielleicht auch eine Pia Wolter. Der könnte ich mir das, also bei der könnte ich mir das vorstellen. Und vor allem auch eine Friederike Abt, die ist ziemlich clever und hat durch ihr Bio-Studium bestimmt auch eine richtig gute Idee. Vielleicht sage ich jetzt einfach mal Wout. Wout hätte ich jetzt gesagt. Ja. Sibi Jung hat immer klasse Ideen gehabt. Admir, Mimedi oder Yunus Mali, weil der suchte das heute noch und ich glaube, der wird da irgendwann mal auch bald sein. Wenn ich mich mit ihnen unterhalte, ist es auch oft um Investitionen geht und ja, irgendwelche guten Anlagen und ich glaube, dass sie da vielleicht eine gute Idee haben auch. Entweder Sarah Dosun oder Feli Rauch, denke ich. Ich denke, Poppy würde an diesem Programm gut sein. Pauli, Feli sind, glaube ich, immer sehr kreativ in vielen Dingen. Ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach das Idee, dass die dann auch diese Kreativität haben, um was zu bedenken. Was es dann genau in welche Richtung gehen würde, kann ich dir nicht genau sagen. Aber so die zwei sind schon kleine Füchse. Da würde ich sagen, Feli Rauch, die plant immer verrückte Sachen. Pauline vielleicht, die ist sehr ambitioniert und kreativ, was das anbelangt. Und ja, wir denken da vielleicht auch mal öfter um die Ecke und mal gucken, wo hiermit noch was. Für Höhle der Löwen. Das ist komisch, weil manchmal in die Kabine reden wir so über Sachen, wenn man ein Ding erfindet, dass man dann ein, zwei Jahre später das Patent verkauft. Ah, Kuhn-Castells. Kuhn-Castells. So, beschäftigt sich sehr viel mit Kaffee. Ich glaube, dass da irgendwann mal, dass da irgendwas entwickelt wird in dem Bereich. Kuhn ist ein wahnsinnig intelligenter Mensch, macht sich über viele Sachen, viele Gedanken, sieht die Dinge auch aus verschiedenen Perspektiven. Da ist da sehr, sehr viel drin in dem Thema. Ich würde sagen, Josh, Gini, Admir. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie da was sich für einen Kaffee ausdenkt, wie der noch schneller rauskommt oder keine Ahnung. Die sind so die Sachen, die sich manchmal, wo wir uns manchmal darüber unterhalten. Müsste ja ein kreativer Kopf sein. Ja, da würde ich, glaube ich, auch Anna Blessel wieder nennen, weil ich glaube, dass sie ja viele gute Ideen hat. Lara Dickemann. Sie würde da sicherlich auch was Gutes präsentieren können. Ich denke, sie macht sich immer ganz viele Gedanken so drumherum, was man verändern kann und was man entwickeln kann. Ich glaube, da wäre Sarah Dorsun ganz weit vorne. Sarah Dorsun. Feli ist echt relativ kreativ, muss ich sagen. Wir haben immer viele Ideen, vieles noch nicht umgesetzt. Ich weiß, dass Feli auch auf der Suche ist nach etwas, was noch nicht erfunden wurde, aber ich glaube, Sarah ist da ein bisschen kreativer nochmal. Weil sie das, glaube ich, öfter schaut und weil sie auch sonst immer gute Ideen hat. Joe ist auch sehr kreativ, also wenn die beiden sich zusammentun würden, da könnte schon was Gutes bei rauskommen. Aber Rieke wäre auch so eine Kandidatin. Rieke ist echt sehr schlau und uns auch in manchen Dingen voraus. Und ich glaube, die drei hätten gute Chancen. Stimmt, Xaver? Ich würde jetzt mal auf Xaver, würde ich mal tippen. Ja, schon ab und zu mal auf lustige, gute Ideen kommt. Er kommt immer mit einer gescheiten Idee um die Ecke, deswegen, ja, Xaver. Ja, Rusi. Rusi Jung, ne? Ja, Rusi vielleicht. Der wird sich immer was ausfahren lassen. Er ist sehr gut für Cocktail aus Guadeloupe mit Alkohol.